28 wie auch die Fragen 29, 30 und 31 sollen schriftlich beantwortet werden. Die Frage 32 des Kollegen André Hunko ist hiermit aufgerufen, zu Gründen für die Nichtteilnahme der Bundesregierung bei der Verleihung des Aachener Karlspreises an den Generalsekretär der Vereinten Nationen. Bitte, Frau Staatsministerin. Sehr geehrter Herr Hunko, der internationale Karlspreis macht die historische und überragende Bedeutung des europäischen Projekts deutlich. Der Preis wurde vor über 60 Jahren das erste Mal verliehen, als in Europa nach den Verheerungen der Weltkriege die ersten Schritte hin zur europäischen Integration gemacht worden sind. Und der Karlspreis ist sicher eine der höchsten Anerkennungen für erbrachte Leistungen und Verdienste um die europäische Integration. Und gleichzeitig gibt seine Verleihung auch Impulse für die Zukunft. Die Verleihung an Antonio Guterres als engagierter Anwalt für Multilateralismus auf der europäischen und internationalen Ebene, insbesondere bei den Themen Migration und Klimawandel, ist in diesem Sinne auch ein wichtiger Impuls für die Zukunft. Und in der Regel nimmt die Bundesregierung an der Verleihung in Aachen teil, so auch im letzten Jahr, als Bundeskanzlerin Angela Merkel die Laudatio auf Emmanuel Macron hielt. Und auch in diesem Jahr war eine Teilnahme durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der Bundesregierung eingeplant. Wegen anderer terminlicher Verpflichtungen konnte diese aber kurzfristig leider nicht erfolgen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben ja jetzt noch mal dargestellt, was der Karlspreis ist. Als Aachener ist mir das durchaus bekannt. Aber ich kann Ihnen vielleicht sagen, dass das doch zu erheblichen Irritationen geführt hat, dass ausgerechnet bei der Verleihung an den UN-Generalsekretär, wo ja auch dann der portugiesische Ministerpräsident da war, Juncker da war, das spanische Staatsoberhaupt da war, ausgerechnet bei dieser Verleihung die Bundesregierung, wenn ich das richtig sehe, das ist der zweite Teil meiner Frage, auch zum ersten Mal überhaupt nicht anwesend war. Und das ist ja schon, es wurde in Aachen als diplomatischer Affront gewertet. Deshalb nochmal die Frage, Sie sagen jetzt andere Termine. Was ist denn so wichtig, dass man an einer solchen Verleihung fernbleibt? Also es war vorgesehen, dass die Justizministerin Katharina Barley die Bundesregierung bei der Karlspreisverleihung vertritt. Aber sie musste leider ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen. Und die Bundesregierung hat sich bemüht, einen Tag vorher auch einen Vertreter zu finden. Das ist leider nicht gelungen. Und ich gehe davon aus, dass wir selbstverständlich als Bundesregierung im nächsten Jahr wieder vertreten sein werden. Sie haben das Recht, eine zweite Nachfrage zu stellen. Dann vielleicht noch mal die Frage, war das schon mal der Fall? Hat es das schon mal gegeben, dass die Bundesregierung bei der Verleihung des Aachener Karlspreises nicht anwesend war? Das kann ich gerne in Erfahrung bringen und Ihnen mitteilen. Das weiß ich jetzt so nicht. Gut, dann gilt das als verabredet. Die Fragen, oh, Herr Krischer, Entschuldigung, wir haben Sie übersehen. Aber Sie haben das Wort noch zu einer Nachfrage. Ansonsten und aus der FDP gibt es dann auch noch eine. Also bitte. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Müntefering. Und nochmal deutlich auch darzustellen, warum Herr Guterres den Karlspreis bekommen hat. Mir ist auch übermittelt worden, dass es großes Unverständnis in Aachen in der Stadt gibt, warum die Bundesregierung zum ersten Mal bei einer solchen Preisverleihung nicht dabei war. Mich würde interessieren, ist der Bundesregierung auch die Rede von Herrn Guterres übermittelt worden, der ja einen sehr eindringlichen Appell explizit an die Bundesregierung gerichtet hat, beispielsweise in Deutschland einen CO2-Preis einzuführen und fossile Subventionen abzubauen. Kann ich davon ausgehen, dass die Mitglieder der Bundesregierung diese Äußerungen des UN-Generalsekretärs auch zur Kenntnis nehmen? Sehr geehrter Herr Krischer, selbst wenn die Bundesregierung nicht persönlich vertreten war, können Sie fest davon ausgehen, dass die Rede von Herrn Guterres als auch seine inhaltlichen Positionen bei der Bundesregierung angekommen sind. Denn wir sind auch mit Herrn Guterres selbstverständlich in engstem Austausch. Eine weitere Nachfrage stellt der Kollege Graf Lambsdorff.
Frau Barley sollte die Bundesregierung vertreten am 30. Mai Christi Himmelfahrt. Sie hat mehrfach öffentlich bekundet, bereits am 26. Mai abends ihr Regierungsamt niederzulegen, nach der Europawahl. Sie hätte die Bundesregierung gar nicht mehr vertreten können. Können Sie mir erklären, wie Sie darauf kommen, dass Sie eine Ministerin, die keine Ministerin mehr ist, als Vertreterin der Bundesregierung schicken, die dann nicht erscheint? Ich bin ja selten mit André Hunko einer Meinung, aber das ist wirklich unfassbar. Also ist das erste Mal passiert nach meiner Kenntnis. Wir werden das ja nochmal eruieren, ob es das erste Mal war. Ich habe gerade darauf hingewiesen, das ist im nächsten Jahr dann auch nicht mehr der Fall. Und sehr geehrter Kollege Lambsdorff, das ist ein Ausnahmefall gewesen hier und es sind persönliche Gründe. Und dafür bitte ich hier auch um Verständnis. Sie haben leider keine Chance, eine zweite Nachfrage zu stellen. Wir haben das jetzt im Protokoll festgehalten und sicherlich werden Sie ein Format finden, um das weiter zu bearbeiten. Die Fragen 33 und 34 sollen schriftlich beantwortet.